Ich bin Tino, Fotograf aus Luzern. Seit SL auf dem Markt ist, arbeite ich mit dieser Kamera für all meine Aufträge. Mit der neuen SL 2 hat Leica genau das umgesetzt, was ich mir gewünscht habe. 47 Megapixel und genau die Geschwindigkeit, die ich für all meine Jobs brauche. Der Sucher hat sich zum Vorgänger nochmal deutlich verbessert und die Bedienung ist jetzt noch viel einfacher geworden, sodass ich die Kamera gar nicht vom Auge entfernen muss. Damit ich das Ergebnis für einen Kunden abliefern kann, was sich der Kunde auch wünscht, wenn ich für ihn arbeite, schaffe ich mit einem Gerät, das extrem einfach ist zu bedienen und wo ich mich hundertprozentig darauf verlassen kann. Das ist für mich sehr, sehr essentiell. Und ich finde, ich habe das absolut mit dieser Leica gefunden. Sie hat so wenig Knöpfe und das ist einfach genau der Workflow, wie ich gerne mit der Kamera arbeite. Und ich kann wirklich einfach nur noch den Auslöser drücken, damit ich das Bild bekomme, das ich mir wünsche. Jetzt ist es so, der Sam fährt hinter uns. Ich stelle nachher die Schärfe genau eigentlich in der Mitte hinten dran ein. Das ist der Secret Point, den ich habe, damit ich genau den Action Shot bekomme, den ich mir wünsche. Schärfe in der Mitte setzen, fahren, springt drüber rein. Und ich habe einen perfekten Shot, aber es ist gestochen scharf. Das Coole ist beim Tino, er kennt sich sehr gut mit Freestyle-Sportarten aus. Weil Wakeboard ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Es gibt ein Boot, es gibt, man hat ein Seil, es gibt Wellen. Es gibt ganz spezielle Tricks. Und wenn du einen Fotograf hast, der weiss, wie die Tricks aussehen, wie sie funktionieren, wenn der Grab im besten Moment aufgenommen wird, ist das natürlich extrem wichtig, weil sonst kann das Resultat nicht so gut rauskommen wie bei den Shots, die Tino jetzt wieder aufgenommen hat. Und es macht einfach extrem viel Spass, wenn man weiss, dass jemand hinter der Kamera ist, der auch versteht, was wir machen beim Wakeboarden. Nice, oder? Gern geschehen. Mega cool.